Hey, Guids, willkommen zu einer weiteren Folge Happy Wheels, heute mit dem Tonlevel von Nico Track. Sehr gut, super. I'm But Run nur für dich. Viel Spaß, bitte erzähl eine Geschichte. Es gab einmal einen Jungen, der einen Vater hatte. Und dieser Vater konnte anscheinend kein Fahrrad fahren. Oh. Ich darf nicht hin und her wackeln, aber guckt euch mal Timmy an. Das sieht doch toll aus. Schön machst du das, Timmy. Richtig schön. Ja, das war auch schon meine Geschichte. Mehr fällt mir nicht ein. Ist schon spät, Leute. Ich bin müde. Mr. Force LP. Hey, GP und andere, die sind selber. Wie gefällt dir? Ach ja, dieser Standardsatz wird mich nie loslassen. Hä? Oh! Oh! Warte 5 Sekunden. Ne. Ich hab mich fest. Bringt aber scheinbar nichts. Denn das... Hä? Nein! Dadurch, dass ich vorher festgehalten habe, hat er danach scheinbar nicht mehr festgehalten, obwohl ich die Taste eben noch gedrückt habe. Das teste ich nochmal. Ich halte gedrückt. Jetzt... Also los und ja, muss immer neu drücken. Interessant. GLP.TV. Ja, du weißt, was gut ist. Halt dich bitte nicht an deinem Fuß fest. Oh. Ja! Und... Nochmal leicht reingerutscht, aber es geht. Alles okay. Bein vielleicht angeklackst, aber das ist nicht schlimm. Der Sun 23, hallo GP und andere. Aber es gefällt dir. Wir nehmen die fette Frau. Kleiner Tipp, geh erst nach rechts. Langsam. Oh, oh, oh. Okay, ich bin tot. What the fuck, wie viele Bomben waren denn da drin? Das war komisch. Soll ich da lang? Habt ihr das gerade gesehen? Oh. Was? Hier rein? Was steht da? Ich kann noch nicht lesen. Sekunde. Langsam. Hier rein. Ah ja. Ja, danke. Da holt er mich ab, ey. Und kickt mich weg. Schön. Soll... Nicht das echt jetzt wäre oder ist irgendwie ein unsichtbarer Durchgang? Ich weiß es nicht. Ich probiere es nochmal, ansonsten gehe ich nach links. Ah, das ist getrennt scheinbar. Okay, also ich kann mich auch vertan haben. Ja, es geht. Das nehme ich gerne. GLP.TV, GLP.TV. Gleich nicht erschrecken. Warum? Oh! Keine Angst, passiert nichts, ja. Danke für die Warnung. Oh! Oh! Okay. Oh! Das hast du aber echt cool hingekriegt. Ja. Ich hab ein bisschen Angst. Hä? Was geht denn jetzt ab? Ah. Das ist echt geil gemacht. Ah, guck mal, da bekomme ich auch den Rest. Was? Jetzt kannst du nach links gehen. Ah. Ach so. Very impressive. Impressive. Oder wie der Fach. Wie wir im Fachjargon sagen, impressive. Das ist der Fachbegriff. Oh. So knapp. Hä, ist einfach nur ziert oder was? Echt abgefuckt. Ah, schön. Das soll ich. Nee, ich gehe jetzt nur nach links. Mir fehlen nämlich noch ein paar. Da steht schon wieder GLP.TV. Ja. Ach, nach links. Oh, ups. Ja. Ja? Jawohl, du hast es geschafft. Und? Ja, und eine Mine noch. Geil. Warum hat das so eine schlechte Bewertung? Ich glaube einfach, weil viele Leute das sich gerallt haben. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass Leute nach rechts gegangen sind und dann nicht gemerkt haben, dass man da durch konnte. Anders kann ich mir das nicht erklären. Dann gehen wir zu Aliria. Katschu.
Poco fickt. Okay. Oh. Blau, schwarz. Oh, wie eklig. Willkommen zu einer weiteren Runde. GLP.TV Pogo Fight. Was steht da noch? Ach so. Hihihihi. Ah. So auf dem Kopf rumrutschen. Geil. Baba, bist du's? Och nee. Hätte denn darauf Lust? Ja, geil. Nochmal kurz. Ein bisschen angeritzt, den Arsch. Finde ich gut. Finde ich echt geil. Der hat ja nur Essen. Och nee. Ich hab's überlebt. Ist es in mir? Ja, scheinbar, aber es hat nicht meinen Kopf zerstört. Ich bin wie ein Zombie. Man muss erst meinen Kopf vernichten, damit ich sterbe. Die Nutte von GTA. Müsste das da nicht eigentlich ein Mann sein, denn... Nein, nein, nein. Oh Gott. Denn die hat sich ja in einen Mann verwandelt. Ich schätze mal, die hat sich... einfach verkleidet. Ja, ich bin drüber. Nein. Ich bin einfach übers Ziel hinausgeschossen. Okay. Aber ein cooles Level. Wirklich. Heute haben wir Glück. Zweimal Spaß von Wurststulle 1. Ihr habt alle so schöne Nicknames. Ah. Nein, warte noch mal. Okay. Nein. Oh, geh doch da rein. Alter, du dummer Spasti. Hä? Hey. Ah, das war klar. Timmy hätte ich auch nur beobachten können. Okay. Geht doch. Danke. Und? Hä? Oh! Ja, cool! Es beginnt in... 3, 2, 1, aktiviert! Ach so! Ha! Das Rope Swing! Nein, 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 ich glaube, ich habe zu schnell losgelassen. Ich bin tot. Oh! Ich hab das Ende der Welt gesehen. Nicht das Ziel, aber... ein Stückchen der weiteren Welt. Nehmen wir es einfach mal so. Okay, war ich das oder ist es Timmy? Ja, geil. Perfekt. So eine Armabreißmaschine. Bräuchte ich auch für zu Hause. Ja. Ja, ich hab so viel Spaß mit Timmy. Ja, komm mit Timmy. Ah, das ist toll mit dir. So viel Spaß. Oh, bisschen zu spät. Oh, wie dumm war das denn? Ich habe einfach wieder vergessen, dass das so ein Ding ist. So ein Rope Swing Ding. Weil das so lang ist. Ich komme mit so langen Dingern nicht klar. Bin ich tot? Hallo? Ich glaube, ich bin tot. Ja, da fliegt mein Kopf. Aber ich habe hier noch... Okay. Ich habe niemanden mehr. Alles vorbei. Da gehen wir mal hier rein. Und sagen... Oh, nee. Nein, Timmy. Geh da nicht ohne mich rein. Ja. Oh, das ist doch knapp. Hui. Boah. Hätte mich wahrscheinlich fast geköpft. Nur nicht an Timmy festhalten, bitte. Ich habe schon wieder zu früh losgelassen. Ah, ja. Ja. Nein. Nein. Ja. Geil. Oh, shit. Okay, ich glaube, da unten ist mein... Ja, da unten ist vorbei. Schade. Aber irgendwie reizt es mich schon wieder zu erforschen, was da abgeht. Nein. Oh, dunkel. So, flieg. Und diesmal lasse nicht zu früh los. Ey, das ist doch nicht wahr. Dafür kann ich ja mal gar nichts. Da verliere ich einfach den Kopf. Oh nein, meine Hand. Meine Arme, mein Kopf. Oh. Boah, das ist doch schon wieder so kopflastig. Alter, ich sag's dir, Leute. Ich sag's dir, Leute, ja. Ich mag das irgendwie, das zu sagen mit der Stimme. Tört mich irgendwie an. Und, oh. Ey, Alter, Timmy wollte mir den... Nein! Mein Job wegnehmen. Ich hab keine... Halt dich mit dem Kopf fest. Alter, du schaffst das. Nein, wie soll ich mich denn jetzt mit dem Kopf festhalten? Hilfe! Okay, mach einfach weiter. Oh,
Ups. Timmy? Oh, Timmy ist tot. Einen Versuch noch, okay? Einen Versuch bis zu diesem Drehding. Dann hören wir auf damit. Dann gehen wir nach links. Okay. Schwierigste haben wir schon mal geschafft. Ja. Schön. Nicht an den... Oh nein, das ist doch schon zum Scheitern verurteilt. Ja, geil. Ich war nicht bei dem Kreisding. Wie kacke war das? Warte mal. So. Ja. Och, Timmy. Tut mir leid. Viel angenehmer direkt. Viel angenehmer. Jetzt, was passiert jetzt mit dem Fahrrad? Oh Gott. Nein, nicht mein Fahrrad. Boah. That was close. Und? Ja? Hui. Ja. Und ich glaube, ich bin tot, weil mich das Teil aufgehalten hat. Geil. Gehen wir nach links. Parkour. Mit dem Vorderrad nach unten. Ach so, deswegen. Ah, interessant. Cool. Alter, brech dir doch nicht alles. Die Aufgabe, die dir bevorsteht, ist schnell zu sein. Denn die Decke kommt immer näher. Ab hier beginnt die Decke runterzufahren. Ist ja nett, dass du mich nochmal warnst. Geil, dass ich es einfach aufgehalten habe, anstatt zu warten. Hä? Was? War das so gewollt? Das hat doch niemand so gewollt. Och nee. Aber mir fällt ein Tumpner ein. Das habe ich schon mal benutzt, das Bild, aber es passt einfach zu gut. Und zwar eine Szene aus Saw. Ja. Oh fuck. Das nehme ich als Tumpner. Das passt perfekt mit der Decke. Perfekt passt das. Boah, da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Okay. Jetzt fall einfach. Bitte nichts brechen. Danke. So, und diesmal sollte ich auch warten. Ach, es sollte doch so sein. Wie soll das gehen? Hä? Ist das... Das ist doch schneller, wenn ich so fahre, oder nicht? Okay. Geht's denn wenigstens auf da unten? Nee. Einen Versuch noch. Dann könnt ihr es mal probieren. Ja? Nein! Einen richtigen Versuch noch. Was geht denn ab, ey? Geht doch. Schön. Das ist doch schön. Wäre zwar fast wieder nach oben mitgeflogen, aber hat ja geklappt. Was ist hier? Okay, das zählt schon mal nicht. Oh Mann. Na egal. Ja, ich schaff's. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Nicht festgesteckt. Genau, da schaffst du es dann. Ja, geil. Ah, warte mal. Fällt es sich runter? Ich dachte, das wäre der Trigger dafür. Ah, jetzt kann ich Anschwung nehmen. Zumindest von hier aus. Ja, ich sollte das schon tun, ne? Die Statistiken beweisen es ja, dass man so schneller ist. Selbst so geht es nicht. Okay, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Okay. Strecke 1 geschafft. Strecke 2 geschafft. Ah, zeig mal. Dann zeig mal. Okay. Das solltet ihr auf jeden Fall auch immer hinzufügen bei euren Leveln, falls das nötig ist. Ah, guck mal. Was macht der denn da? Ja? Ja, sehr souverän, sehr, sehr souverän. Was macht der denn? Ach. Nee, oder? Nee. Was machst du denn da? Ach, da unten steht ein Tipp. Oh, den sehe ich jetzt erst, Leute. Lol, wieder ein verbuggtes Ding.
Ach Mann, das ist nicht sein echtes Replay. Sekunde, was steht da? Da kann man nochmal ganz kurz hingehen. Sieht da ultra retarded aus bei mir. Einfach als wenn er nichts machen würde. Ja, geil. Danke. Cool. So schaffe ich es auf jeden Fall runter. Ne, nochmal von vorne. So, und runter. Gib Gas. Deswegen auch der Speed. Ja, geil. Ist wirklich nicht mein Level. Okay. Ey, ich fühle mich so verarscht von dem Spiel. Was soll das denn? Gerade war ich da 100 Mal und jetzt? Boah, das war knapp. So, was steht da? Hä? Der Typ steht ja gar nicht da. Ah, jetzt. Nur normales Fahren reicht nicht aus. Du musst dich auf dein Vorderrad stellen. Also doch. Okay, okay, gut. War aber trotzdem gutes Level. War trotzdem gut. Dann gehen wir noch zu Banana Freak. Wer war es? Du spielst Detective und musst herausfinden, wer die ganzen Leute infiziert hat. Und warum mitten auf dem Park Autos liegen. Okay. Hallo Frank. Hi Manu, lang nicht mehr gesehen. Und hallo Timmy. Was guckst du so, Manu? Ich verberge nichts. Hä? Ja? Passiert dir noch was? Kommt dir noch gleich was? Ach, da ist ein toter Mensch. Hey. Hä? Hi, ich bin Thomas, helf mir, ich bin infiziert, sonst werde ich zum Zombie, geh zu Dr. Kloll. Kloll, geil. Er will die passende Medizin haben. Dr. Kloddels Labor. Geh doch selber hin, Alter, ist direkt davor. Du bist wegen den Infizierten hier, stimmt's? Ich hab 3 Spritzen, hier bitte sehr. Die Dosis entspricht 20 Milliliter, das sollte reichen. Los, geh. Show not health. Fahr da schnell durch, du gibst ihm damit gleich die Spritze. Ah, okay. Ja, okay. Ich war... Was? Ich, dein Freund Frank, bin für alles verantwortlich. Ich habe Superkräfte. Ich lasse alles sein, wenn du es niemandem verratest. Hä? Warum hat er dann nicht... Warum hat er dann damit angefangen? Verstehe ich nicht. Wollt ihr nur angeben? Alter. Das war bloß ein kleiner... Troll von Frank als Zeichen, dass du behindert bist. Sorry, was? Ich konnte sie lesen. 2 Wochen später. Ich bin Thomas, weißt du doch, du hast mich gerettet. Danke für alles. Okay, also ich habe einen Kollegen, der heißt Frank. Der wirft Autos rum und infiziert Leute mit einem Zombie-Virus. Oder der Virus ist unabhängig von Frank. Macht eigentlich keinen Sinn, weil dann hätte ich das dann nicht aufgeklärt. Also war Frank dafür verantwortlich und als ich gemerkt habe, dass er dafür verantwortlich ist, hat er damit aufgehört, weil ich es niemandem erzählt habe. Okay. Gute Story auf jeden Fall. Dann bewerte den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute, tschüss.